Liebe Zuschauer, schön, dass ihr am Start seid. Wie ich schon versprochen habe, wir gucken uns das vom Snapchat-Killer oder die Snapchat-Morde, gucken wir uns die Updates an, die jetzt im Laufe des letzten Jahres so passiert sind. Und zwar hat Insolito auf dem News-Kanal mehrere Videos hochgeladen dazu, also mehrere Updates gegeben. Vor einem Jahr, hier auch vor einem Jahr und hier vor 7 Monaten. Wir gönnen uns das einfach und schauen mal, was da jetzt hier so noch passiert. Mal schauen. Hey Leute, in diesem Video heute geht es um ein weiteres Update im Fall von den Snapchat-Morden. Abigail Williams und Liberty German waren beste Freundinnen in der 8. Klasse. Sie verschwanden, als sie im Februar 2017 auf dem Monon High Bridge Trail in der Nähe von Delphi unterwegs waren. Kurze Zeit später wurden ihre Leichen gefunden. Und obwohl es Video-, Foto- und Audiomaterial vom Täter gab, konnte er bis heute nicht gefunden werden. Ein ausführliches Video habe ich Mitte letzten Jahres auf meinem Hauptkanal Insolito hochgeladen. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, klickt jetzt auf das Pop-up oben rechts im Bild. Denn jetzt folgt das Update. Anfang dieses Jahres habe ich euch ein Update im Fall der beiden ermordeten Mädchen hochgeladen. Zu dem Zeitpunkt verdächtigte die Polizei den Mann, der sich hinter dem Social-Media-Account Anthony Schotz verbarg. Canon Anthony Klein. Der damals 27-Jährige benutzte seinen gefakten Snapchat- und Instagram-Account, um mit jungen Mädchen zu kommunizieren. Aber der passt schon wieder, finde ich, nicht so krass in die Beschreibung rein oder in das Bild rein, was gefilmt wurde. Das ist auch wieder ein ganz anderer als das, was wir das letzte Mal vorgezeigt bekommen haben. Also ich finde schon, dass der eine Typ mit diesen Tattoos, für die Leute, die es nicht wissen, es gab so einen Typ, der hatte so Tattoos, der hatte Bilder von 2 jungen Frauen drauf mit irgendwie blutigen Augen oder so und die sahen original genauso aus wie die 2 Mädchen. Deswegen, das ist für mich immer noch absoluter Top-Kandidat, was das angeht. Also so offensichtlich geht's gar nicht. Und ja, wurde beschrieben als extrem kriminell oder schwierig und selbst die eigene Familie hat gesagt, dass der auf jeden Fall hinter Gittern gehört für immer. An Nacktbilder und ihre Adressen zu kommen und um sich mit ihnen zu treffen. Er gab sich dabei als junges, reiches Model aus. 11 Tage nach dem Leichenfund der Mädchen im Februar 2017 wurde auch sein Haus durchsucht. Und man fand auf seinem Handy Bilder, die Kinder im Alter von 3 bis 11 Jahren bei sexuellen Handlungen mit Erwachsenen zeigten. Dazu kam, dass Anthony Klein dem Phantombild und den Aufnahmen ähnlich sah. Naja. Selbst die Schwester von Liberty, Kelsey German, war sich sicher, den Mörder ihrer Schwester endlich gefunden zu haben. Leider war der Fall aber doch nicht so schnell gelöst, wie man zu dem Zeitpunkt dachte. Im zweiten Update auf diesem Kanal im April wurde noch ein anderer Mann als verdächtig erklärt. Es stellte sich heraus, dass nicht nur Keegan Klein Zugang zum Account Anthony Schotz hatte, sondern auch sein Vater Tony Klein. Und obwohl Keegan seinem Vater ein Alibi gab, indem er aussagte, dass sie zum Zeitpunkt der Tat zusammen Wrestling schauten, spekulierte die Polizei, dass er etwas damit zu tun haben könnte. Denn Keegan schien Angst vor seinem Vater zu haben. Er war seinen engsten Mitmenschen gegenüber oft gewalttätig. Außerdem veröffentlichte die Polizei die Mordwaffe. Eine scharfe Waffe, wahrscheinlich ein Messer. Tony Klein war Jäger und der Ort, wo die Leichen gefunden wurden, ist ein Jagdgebiet. Hinzu kommt, dass Tony wie eine Mischung aus beiden Phantombildern aussieht. Also der Verdacht war groß und man dachte endlich den Fall von Liberty German und Abigail Williams gelöst zu haben. Aber dem war nicht so. Jetzt, vor ein paar Tagen, am 28. Oktober 2022, wurde ein weiterer Tatverdächtiger verhaftet. Es handelt sich dabei um den 50-jährigen Richard Matthew Allen. Er war Apothekenhelfer in der örtlichen Apotheke. Das bedeutet also, die örtliche Nähe wäre gegeben gewesen. Und damit ist die Hoffnung, den Fall endlich gelöst zu haben, groß. Junge, bei der Familie. Wir haben alle möglichen da einfach verknackt und verdächtigt. Das ist auch heftig, dass so viele dann auch direkt mal rausgezogen wurden aus dem Verkehr. Das Ding ist halt, irgendeiner war es. Einer von den vielen bis jetzt. Den Ermittlern und allen, die den Fall schon lange verfolgen. Aber wie bisher alle Informationen in dem Fall, hält die Polizei auch hier wieder große Teile zurück. Kelsey German, die Schwester von Liberty, postete Freitag auf Twitter: Heute ist der Tag.
Durch diesen Post können wir eigentlich davon ausgehen, dass die Beweislage für Richard Matthew Allen als Täter spricht und eventuell sogar DNA-Beweise vorliegen. Warum sonst sollte Kelsey German sich so sicher sein und sowas posten? Aber das ist nur Spekulation. Die Polizei möchte noch keine Informationen veröffentlichen, da sie die Integrität der Ermittlungen nicht gefährden möchten. Weiter führen sie das leider auch nicht aus. Deswegen wurde die Pressekonferenz am Montag, den 31. Oktober, die eigentlich endlich Klarheit in den Fall bringen sollte, mit den folgenden Worten begonnen. Ich weiß, dass alle heute endgültige Details zu dieser Verhaftung erwartet haben. Aber heute ist nicht dieser Tag. Das bedeutet auch, dass der Grund für seine Verhaftung noch nicht bekannt ist. Also, ob er festgenommen wurde für den Doppelmord oder wegen eines anderen Zusammenhangs in dem Fall. Aber die Online-Community ist sich jetzt schon sicher, dass er der Täter sein muss und die Informationen aus ermittlungstaktischen Gründen zurückgehalten werden, weil die beiden Mädchen nicht die einzigen Opfer sind. Und ich verstehe, woher sie das nehmen. Kelsey hat ja den Tweet abgesetzt, in dem sie schrieb, heute ist der Tag. Und auch in der Pressekonferenz am Montag saß die Familie mit grauen T-Shirts, auf denen das Gleiche gedruckt stand. Also sie wissen wahrscheinlich mehr als wir und signalisieren damit, dass es eigentlich relativ sicher ist, dass er der Täter ist. Aber bis wir das von einer öffentlichen Quelle erfahren, ist und bleibt es Spekulation. Ja. Das gleiche gilt auch für die Zahl der Opfer. Wenn er der Täter ist, dann wird er nicht nur die beiden Morde an Abigail und Liberty begangen haben, sondern sehr wahrscheinlich noch weitere. Und sollte das stimmen, dann macht es auch Sinn, die Ermittlungen nicht öffentlich preiszugeben. Bisher wissen wir aber nur, dass er verhaftet wurde und es irgendeinen Zusammenhang zwischen ihm, Liberty German und Abigail Williams gibt. Es wurden auch Bilder von ihm veröffentlicht und ich war mir unsicher, ob ich die Bilder von ihm verwenden soll. Aber weil alle anderen Newsplattformen und die Polizei selbst das auch machen, habe ich mich dazu entschieden, ihnen zu folgen. Es gibt auch noch einige Bilder, die man nicht überall sieht. Und diese unterstützen die Vermutung, dass Richard Allen tatsächlich für die Morde der beiden verantwortlich sein könnte. So zumindest die Kommentatoren unter den Bildern. Es gibt ein Foto von Richard mit einer blauen Jacke. Diese Jacke ähnelt stark der Jacke, die der Mann getragen hat, der die Mädchen verfolgt hat und von ihnen gefilmt wurde. Hier ein Vergleichsfoto. Ja, gut, es ist halt schwer. Ja, okay, aber ich glaube, es gibt viele Menschen, die halt nicht... Ah, wobei, die Farbe ist halt schon sehr ähnlich. Also sogar sehr gleich. Aber es gibt halt... Ich glaube, solche Farben gibt es oft. Deswegen, das kann man schlecht daran festmachen. Darüber hinaus postete die Frau von Richard ein gemeinsames Foto von sich auf Facebook, wo sie in einer Bar sind und im Hintergrund das Fahndungsfoto mit seiner Zeichnung zu sehen ist. Die Ähnlichkeit ist auf jeden Fall da. Hier einmal das Bild für euch. Das letzte Foto sorgt für Aufsehen in verschiedenen Foren. Man sieht, wie eine seiner Töchter auf der Monon High Bridge posiert. Der Brücke, auf der Liberty German und Abigail Williams von dem Täter entführt und vielleicht getötet wurden. Bei meiner Recherche hat sich aber herausgestellt, dass das Foto vor den Morden aufgenommen und erst nach ihnen gepostet wurde. Das heißt, er muss ja am Handy gewesen sein. Febro, danke für den Prime-Sub. Das heißt, er muss am Handy gewesen sein, aber dann hätte er doch auch wahrscheinlich gesehen, dass die das gefilmt haben, also ihn gefilmt haben. Boah, irgendwie komisch, weil das Ding ist, die haben, für die Leute, die es nicht wissen, die zwei Mädchen haben ihn gefilmt und aufgenommen, währenddessen er die Tat begangen hat. Und er hätte doch dann mit Sicherheit auch alles Mögliche gelöscht oder hätte das Handy eigentlich auch mitgenommen, wenn er dann noch auf Snapchat irgendwas gepostet hätte. Deswegen, das finde ich auch wieder sass. Das bedeutet auch, dass die Interpretationen des Bildes überspitzt sind und er das Bild nicht inszeniert hat, um seine abstrusen Fantasien zu befriedigen. Es handelt sich einfach um einen schrecklichen Zufall. Und damit sind wir schon am Ende des Updates von heute. Sollte es bald eine Bestätigung offizieller Seite geben, dass Allen der Täter ist, dann werde ich euch das natürlich hier auf dem Kanal mitteilen. Hoffen wir einfach, dass der Suche mit seiner Verhaftung ein Ende gesetzt wurde und die Familie endlich anfangen kann, das alles zu verarbeiten und Ruhe einkehren zu lassen. Und sollte euch das Video gefallen haben und ihr wollt keine weiteren Videos verpassen hier auf diesem Kanal,
dann aktiviert gerne die Glocke. Hey, ist sehr, sehr verrückt. Leute, der Link ist in der Beschreibung. Dort kommt ihr zu Insolito. Er hat noch angepinnt. Hey Leute, bei Minute 4 sage ich, dass der Grund für seine Verhaftung nicht bekannt ist, aber das stimmt nicht. Er wurde natürlich im Zusammenhang mit den Morden verhaftet. Alan is charged with 2 counts of murder in the 2070s slaying of Abigail Williams, 13 and Liberty Sherman, 14. Entschuldigt den Fehler. Ich wollte eigentlich sagen, dass die Polizei noch nicht genau sagt, wie der Mord vonstatten gegangen ist, ob es forensische Beweise gibt und wenn ja, welche. Einen schönen Abend. Lol, er ist der Täter. Wenn er dafür verhaftet wurde, dann wissen wir jetzt, wer das war. Aber warum gibt es da noch mehr? Ach so, hier gibt es ja, er war schon lange bekannt. Okay, es wird immer verrückter. Wir gucken uns jetzt direkt das nächste Update an. Der Snapchat-Killer-Mörder war schon lange bekannt. Machen wir direkt hinterher und okay, wir wissen jetzt also, dass er das war. Und schauen jetzt, dass er, warum er jetzt schon länger bekannt war und ob die Polizei einfach nur lange abgewartet hat. Ich bin gespannt, ich bin sehr, sehr gespannt. Wer weiß, vielleicht haben die, man weiß ja nie, manchmal warten die ja auch bei solchen Bekanntmachungen ab, ob es noch neue oder andere Leute gibt, die damit involviert sind oder so. Hey Leute, es gibt ein weiteres Update im Fall der Morde an Abigail Williams und Liberty German. Sie verschwanden, als sie im Februar 2017 auf dem Monon High Bridge Trail in der Nähe von Delphi unterwegs waren. Kurze Zeit später wurden ihre Leichen gefunden. Ein ausführliches Video habe ich Mitte letzten Jahres auf meinem Hauptkanal in Zulito. Aber das ist doch dann verrückt. Das heißt, der Typ mit diesen Tattoos hatte wirklich random die Tattoos. Der hatte einfach random die Tattoos drauf. Das ist doch richtig komisch. Und kommt auch noch aus der Nähe, sage ich mal. Bloß er wird als sehr, sehr schlimm beschrieben. Geladen. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, klickt jetzt auf das Pop-up oben rechts im Bild. Im letzten Update habe ich berichtet, dass am 28. Oktober 2022 ein weiterer Tatverdächtiger verhaftet wurde. Es handelte sich dabei um den 50-jährigen Richard Allen. Er war Apothekenhelfer in der örtlichen Apotheke. Als die Behörden Richard Allen Ende Oktober verhaftet haben und ihn wegen zweifachen Mordes anklagten, gaben sie keine weiteren Informationen preis. Also wie sie auf ihn gekommen sind und welche Beweise ihn mit dem Doppelmord in Verbindung bringen. Damals sagte der zuständige Staatsanwalt, dass die Integrität des Falles von der Geheimhaltung der Akten abhänge. Ich möchte die Gelegenheit haben, die Beweise zu erläutern, ohne dass diese befleckt oder verdorben werden, sagte er auf einer Pressekonferenz. Am Dienstag, den 29.11.2022, wurden endlich Einzelheiten im Verfahren gegen Richard Allen veröffentlicht. Jetzt bin ich gespannt. Das Dokument wirft zwar ein neues Licht auf die Geschehnisse, lässt aber auch einige Fragen noch offen. Was jetzt bekannt ist, dass in der Nähe der Leichen eine unverwendete Kugel gefunden wurde. Und diese Kugel passte zu einer Waffe in Allens Besitz. Die Waffe von Allen hatten die Ermittler am 13. Oktober sicherstellen können, nachdem sie das Haus von ihm durchsucht hatten. Allen hatte die Schusswaffe 2001 gekauft. Es wurde spekuliert, dass es eventuell seine Waffe war, sie aber von jemand anderes benutzt wurde. Aber Allen selbst sagt den Ermittlern bei einer Befragung, dass er niemanden erlauben würde, seine Waffe zu benutzen, geschweige denn sie zu verleihen. Zudem wurde eine forensische Analyse durchgeführt und diese stellte fest, dass die nicht abgefeuerte Munition, die zwischen den Mädchen gefunden wurde, schon einmal in Allens Pistole war. Also sie wurde nicht abgefeuert, aber Allen hat die Pistole schon einmal mit der Munition geladen und sie dann wieder rausgenommen. In der eidesstaatlichen Erklärung heißt es auch, als er nach der nicht verschossenen Kugel gefragt wurde, hatte er keine Erklärung dafür. Ey, dankeschön für den Raid, liebe Angel Crush. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream gehabt. Wir gucken uns hier gerade crazy True Crime Zeug an. Es ist gerade sehr, sehr heftig. Warum die Kugeln zwischen den Körpern gefunden wurden. Er gab erneut zu, dass er auf dem Wanderweg war. Ganz viel Liebe, leugnete aber Abigail und Liberty zu kennen und bestritt jede Beteiligung an ihren Morden. Was jedoch nicht klar wird oder überhaupt genannt wird, ist, wie die beiden Mädchen getötet wurden. Das wissen wir bis heute nicht.
Aus der Erklärung geht auch hervor, dass die Ermittler im Bach südlich des Fundortes der Leichen Kleidungsstücke der Opfer gefunden haben. Wie schon in den letzten Videos zu diesem Fall erwähnt, wurde ein Video veröffentlicht, die einen Mann zeigen, den Liberty kurz vor ihrem Tod gefilmt hat. Als die beiden gerade getötet wurden, der Fall noch ganz aktuell war, also 2017, veröffentlichte die Polizei nur ein verpixeltes Bild des Verdächtigen aus dem Video. Eine Woche später wurde eine Tonaufnahme veröffentlicht, auf der die Stimme des Mannes zu hören ist, der Down the Hill sagt. Auf der längeren Version desselben Smartphone-Videos, das 2019 veröffentlicht wurde, sieht man, wie der ominöse Mann auf der Brücke geht. Es gibt dann auch noch eine längere Version des Tons, auf dem zu hören ist, Guys, Down the Hill. Also nicht viel länger, aber die Polizisten dachten sich vielleicht, dass dieses eine Wort helfen könnte, um den Fall zu lösen. Bekannt wurde jetzt, dass auf dem vollständigen Video, was die Polizei nie veröffentlicht hat, zu hören ist, wie die Teenager Gun sagen. Also, dass der Mann, der sie verfolgt hat, eine Waffe bei sich hatte. Zum ersten Mal wurden auch die Zeugenaussagen veröffentlicht, die die Polizei aufgenommen hat, an dem Tag, als die Mädchen verschwunden sind. Zeugen haben einen Mann auf dem Wanderweg und ein Auto auf dem Parkplatz in der Nähe des Wanderweges gesehen. Einer der insgesamt drei Zeugen beschrieb das Auto als einen PT Cruiser, ein anderer als einen SUV und ein dritter als einen Smart. So die Eides... Ja, SUV und Smart ist ungefähr deckungsgleich, würde ich fast sagen. Staatliche Erklärung. Aus diesen Aussagen glauben die Ermittler, dass das Auto einem 2016er Ford Focus ähnlich sein könnte. Welche Information das in diesem Fall spielt, wissen wir bis jetzt noch nicht. Vielleicht ist Richard Allen zu der Zeit damals einen Ford Focus gefahren. Es hat halt original jeder was komplett Verschiedenes gesagt. Das macht mich komplett fertig. Mehrere Zeugen sahen in der Nähe des Tatorts einen Mann, der auf die Beschreibung von Allen und die des Mannes, der die Mädchen verfolgte, passte. Eine jugendliche Zeugin sagte aus, dass der Mann, den sie gesehen hat, irgendwie unheimlich gewirkt und eine blaue Jeans und eine blaue Jacke getragen habe. Eine andere Zeugin sagte, dass sie auf dem Weg an dem Mann vorbeikam und ihn mit Hallo begrüßte. Der Mann starrte sie jedoch nur an und hatte die Hände in den Taschen. Etwa zwei Stunden nach... Ich sag's euch ehrlich, wie es ist, ich könnte auch diese Person gewesen sein, die Hallo sagt. Immer wenn ich an Leuten vorbeilaufe und die gucken mir in die Augen, ist es creepy, nichts zu sagen für mich persönlich. Ich musste Hallo sagen, ich finde das sehr unhöflich, da nichts zu sagen. Sag ich dann Hallo. Oder nick einfach so. Manchmal kommt einfach nichts zurück und dann denke ich mir auch so, okay, ich lebe lieber isoliert und ich werde nie wieder Menschen an mich ranlassen. Nein, ich bin wirklich ein zu kommunikativer Mensch, was das angeht. Weil mir wurde immer beigebracht im Dorf, wenn du an Leuten vorbeiläufst, sag Hallo. Gerade ältere Menschen, die freuen sich da, wenn du Hallo sagst. Ja. Manchmal ist es dann unangenehm. Nach der Handyaufnahme von Liberty kam ein weiterer Zeuge auf dem Weg an einem Mann vorbei, der eine blau gefärbte Jacke und blaue Jeans trug. Und so wie er es beschrieb, schlammig und blutig war. Es hatte den Anschein, dass er in einen Kampf geraten war, heißt es in der eidesstaatlichen Erklärung. Die Ermittler gehen davon aus, dass Richard L. nach der Ermordung der Opfer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, das er auf dem Parkplatz in der Nähe des Wanderweges geparkt hatte. Die Ermittler hatten Richard Allen bereits das erste Mal im Jahr 2017 befragt. Bis heute bestreitet Allen jedoch etwas mit den Morden zu tun zu haben. Er gibt zu, an dem Tag der Morde zur selben Zeit auf dem Weg gewesen zu sein wie die beiden Mädchen. Er hat sogar gesagt, er habe insgesamt drei Mädchen gesehen. Aber er sagte auch, er hätte nicht mit ihnen gesprochen. Im Oktober 2022, als die Ermittler erneut Allen befragten, gab er auch dieses Mal wieder zu, an dem Tag auf den Delphi Historic Trails gewesen zu sein. Und erklärte, dass er auf der Monon High Bridge war, um dort Fische zu beobachten. Er gab an, danach die Richtung geändert. Klassiker, ich mach das auch immer auf eine hohe Brücke, um Fische zu beobachten. Nicht jetzt, um die Natur anzugucken, wie schön es ist, sondern um Fische anzugucken. Ja, jeder hat da so sein eigenes Hobby, ne? ...zu haben und sich dann auf eine Bank gesetzt und danach das Gebiet verlassen zu haben. Auch passend zu dem Mann, der auf dem Video zu sehen war, erzählte er den Ermittlern, dass er eine blaue oder schwarze Carhartt-Jacke trug. Also das ist genau seine Aussage. Er war sich anscheinend nicht mehr sicher, ob er eine blaue oder schwarze Carhartt-Jacke getragen hat. Er sagte der Polizei damals auch schon, dass er eine Schusswaffe hat. Auch seine Frau Kathy wurde von der Polizei befragt. Und sie gab an, dass er immer noch eine blaue Carhartt-Jacke besäße und dass er Waffen und Messer in ihrem Haus habe.
In der eidesstaatlichen Erklärung heißt es, Allen hätte sich am 26. Oktober 2022 freiwillig befragen lassen. Danach sei er verhaftet worden. Er behauptet, er wisse nicht, warum die nicht verschossene Kugel bei den Leichen von Libby und Abby gefunden worden sei. Und bestreitet... Ja, es ist großer Zufall, dass das passiert. Ich weiß es auch immer nie. ...hat irgendetwas mit dem Morden zu tun zu haben. Junge. Allen plädiert auf nicht schuldig. Seine Verteidigung sagt, er habe immer mit der Polizei kooperiert und alle Fragen ehrlich beantwortet. Er habe ihnen sogar gesagt, dass er damals zur gleichen Zeit vor Ort war. Aber die Polizei bringt ihn erst jetzt, Jahre später, mit den Morden in Verbindung. Die Verteidigung von Allen sagt auch, dass eine Kugel nicht seine Schuld beweisen würde. Was ich komisch finde, ist, dass die ganzen Beweise, die wir jetzt durch die eidesstaatliche Erklärung erfahren haben, der Polizei ja schon die ganze Zeit über vorlagen. Die Beweise scheinen aber nicht gereicht zu haben, um Allen damals schon dingfest zu machen. Beziehungsweise hätte es eigentlich so sein müssen, weil es gibt keine neuen Beweise. Alle Beweise, die jetzt Richard Allen mit den beiden Morden in Verbindung bringen, die gab es schon damals. Wie kann es sein, dass ein Mann, der 2017 schon verhört wurde und wobei rauskam, dass er zur gleichen Zeit am gleichen Ort war wie Liberty und Abigail, als sie ermordet wurden, nicht weiter untersucht wird? Gerade weil Zeugen ihn sogar gesehen haben und ein relativ realistisches und wahrscheinliches Narrativ gesponnen haben, in dem er der Mörder ist. Ein Zeuge hat immerhin gesagt, dass Allen schlammig und blutig war und dass er den Anschein gemacht hätte, als wäre er in einen Kampf verwickelt gewesen. Also ich möchte hier die Polizei nicht schämen, aber das kommt mir alles schon sehr seltsam vor. Was sagt ihr dazu, dass die Polizei so... Was, wenn er freigesprochen wird, kann er nicht mehr angeklagt werden? Nee, ich glaube, es geht ja in dem Moment vor allem auch darum, dass man intensiv nach allem sucht, was ihn wirklich zum Täter machen würde, weil das ist ja schon sehr offensichtlich, dass er, also das sah ja sehr, sehr offensichtlich schon aus. So, und deswegen, dass man da viel mehr dort in die Richtung langgräbt. Ne? AJ Crush, ich wünsche dir was. Ja, muss ich nur hydrated bleiben bei dem Wetter. Ja, das ohnehin. Da habe ich immer hier meine Flasche, habe ich immer neben mir. Ich danke dir für den Raid. Ich hoffe, du hattest auch einen angenehmen Stream gehabt. Okay, gibt es eine kleine Werbung. Wir gucken uns das noch an. Snapchat-Morde, rituelle Morde, Update-Mord an Abigail und Liberty ist jetzt praktisch das letzte Video dazu. Junge, es geht nochmal 12 Minuten. Und er stellt zu Beginn noch was vor. Denn sie wurde ermordet. Und das... Weil er stellt vor, das neue Insolito Kartenspiel. Der hat einfach ein eigenes Kartenspiel, wie nice ist das denn? Okay, um mal kurz was Aufheilendes hier zu sehen. Er hat einfach ein eigenes Kartenspiel. Ich cool. Freue mich. Und dazu unterstützt ihr den Kanal auch noch extrem. Ach, und zu dem Spiel gibt es noch etwas ziemlich Cooles. Eine exklusive 30-Minuten-Dokumentation, die ihr nur mit einer Visitenkarte gucken könnt, die ihr zu einer Bestellung dazu bekommt. Also, es gibt nicht nur ein Spiel und Sticker, sondern auch noch ein Video. Ich würde sagen, ein viel besseres Weihnachtsgeschenk gibt es eigentlich nicht. Also für sich selbst und eure Liebsten. Also einfach dem Link in der Infobox folgen und das Spiel bestellen, falls euer Interesse geweckt ist. Einfach. Und jetzt geht's los mit dem Video. Hey Leute. Schon seit 2 Jahren halte ich euch zu den sogenannten Snapchat-Morden auf dem Laufenden. Der Fall hat die USA... Wir haben uns halt wirklich alles davon bis jetzt angeguckt. ...war damals schwer erschüttert. Falls ihr euch nicht mehr genau erinnert, schaut gerne auf dem Hauptkanal vorbei. Dort findet ihr ein ausführliches Video. Ansonsten erzähle ich euch jetzt noch einmal in Kurzform, was bisher passiert ist. Mike, und natürlich, freut mich doch. Welche Entwicklung es in den letzten Monaten gegeben hat, denn es gibt einige Neuigkeiten. Die beiden besten Freundinnen Abigail Williams und Liberty German verschwanden 2017 auf einem Highway-Trail in der Nähe der Stadt Delphi. Kurz bevor die beiden verschwinden, filmt eines der Mädchen mit seinem Handy einen unbekannten Mann. Es scheint Liberty und Abigail unheimlich vorzukommen. Dieses Video ist eine der letzten Dateien im Camera Roll von Liberty und Abigail und wurde nur Minuten vor ihrem Verschwinden aufgenommen. Die Leichen der Mädchen wurden damals in der Nähe des Highway-Trails gefunden. Beide sind Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Bei ihrem Tod sind die Mädchen erst 13 und 14 Jahre alt. Als der Fall erstmals an die Öffentlichkeit kommt, ist das Aufsehen groß. Es wird spekuliert, die Mädchen könnten ihren eigenen Mörder noch kurz vor der Tat gefilmt haben. Auf dem Video scheint der Mann den Mädchen Anweisungen zu geben. Immer wieder sagt er,
Down the hill, also den Hügel runter. Zudem fällt aus dem Mund der Mädchen mehrmals das Wort Gun. So als wollten sie einander darauf aufmerksam machen, dass der unheimliche Mann bewaffnet ist. Im Oktober 2022 wurde dann Richard Allen als Tatverdächtiger festgenommen. 5 Jahre nach der Tat. Er wird verdächtigt, Liberty und Abigail ermordet zu haben. Richard Allen gibt zu, am Tag des Doppelmordes auf dem Wanderweg unterwegs gewesen zu sein. Allerdings streitet er jegliche Beteiligung an der Tat ab. Im September 2023 stellt das Verteidigerteam von Richard Allen eine Theorie vor, die den Doppelmord an den beiden Mädchen erklären und ihren Mandanten entlasten soll. Die Anwälte von Allen behaupten, Mitglieder eines heidnischen Kultes hätten Liberty und Abigail umgebracht. Richard Allen sei von den Strafverfolgungsbehörden als Verdächtiger geframed worden, um von diesem Kult abzulenken. Der Angeklagte sei unschuldig und habe mit den Morden nichts zu tun. Haben die irgendwas geraucht oder haben die irgendwie einen Albtraum gehabt? Wollten das jetzt in die Realität bringen? Was für Rituale? Das Verteidigerteam legt zur Begründung ein 136-seitiges Dokument vor. Darin wird behauptet, Liberty und Abigail seien vom heidnisch-nationalistischen Kult der Odinisten ermordet worden. Konkret heißt es: Überwältigende Beweise in diesem Fall belegen Folgendes. Mitglieder einer heidnisch-nordischen Religion namens Odinismus, die von weißen Nationalisten übernommen wurde, haben Abigail Williams und Liberty Jerm rituell geopfert. Die Belege für diese Theorie seien über nicht weniger als 10 Festplatten und mehrere Flash-Laufwerke verstreut gefunden wurden, die von der Staatsanwaltschaft zur Verfügung gestellt wurden, was bedeutet, dass die Verteidigung keine wilden Anschuldigungen erhebt, sondern in erster Linie Fakten und Informationen weitergibt, die durch die eigenen Entdeckungen der Staatsanwaltschaft untermauert werden, sogar Entdeckungen, die die Staatsanwaltschaft der Verteidigung erst am 8. September 2023 zur Verfügung gestellt hat. Die Anwälte behaupten, dass gegen 2 Gruppen von Ordinisten wegen ihrer Beteiligung an den Verbrechen ermittelt wurde. Sie sagen, dass die Ermittler mehrere rituelle Symbole am Tatort fanden, einschließlich der Art und Weise, wie Libertys Leichnam positioniert gewesen sei. Als Richard Allen auf dem Radar der Ermittler das macht für mich gar keinen Sinn. Auftauchte, hätten die Ermittler diese Spur aber fallen lassen. Stattdessen habe man Allen das Verbrechen angehängt, um einen Verantwortlichen zu finden. In dem Schreiben nennen die Anwälte 5 Männer aus Indiana, die von... Das Krypto schreibt, ein Urteil kommt wohl erst im Oktober 2024, da gibt es wohl noch Updates. Junge, einfach jetzt noch. Das ist brutal, einfach wie lange sich sowas zieht. Aber, also das sieht mir hier aus wie, jo, wir haben sonst keine Chance, da irgendwas noch rauszuholen. Wir müssen jetzt irgendeine andere Scheiße uns aus den Fingern ziehen. Von der Staatsanwaltschaft untersucht werden sollten. Ob es sich dabei um die Personen handelt, gegen die vorher schon einmal ermittelt wurde, ist unklar. Die Behörden haben sich zu den genaueren Informationen rund um den Mord an Liberty und Abigail bislang sehr bedeckt gehalten. Die Verteidiger von Richard Allen bringen einen der Männer aufgrund seiner Social-Media-Profile mit den Morden in Verbindung. Laut der Anwälte von Allen werden auf diesen Details des Tatorts der Morde wiedergegeben, die der Öffentlichkeit noch nicht bekannt sind. Sie sagen auch, der Sohn des Mannes sei mit Abby zusammen gewesen. Damit habe er, anders als Richard Allen, eine direkte Verbindung zu einem der beiden Opfer. Oh, krass. Die Verteidigung behauptet weiter, dass einer der Männer gegenüber seiner Schwester zugegeben habe, die beiden Mädchen ermordet zu haben und dass ein anderer Mann im betrunkenen Zustand zugegeben hat, die Mädchen getötet zu haben. Dieser Mann sei, ebenso wie 4 Bekannte von ihm, Mitglied des heidnischen Kultes gewesen, der nun für die Morde verantwortlich sein soll. Dabei soll der derzeitige Angeklagte Richard Allen die Morde mehrmals während Telefonaten gestanden haben, die er aus dem Gefängnis mit seiner Frau führte. Auch gegenüber seiner Mutter soll er bei einem Telefonat gestanden haben, für den Tod von Abigail und Liberty verantwortlich zu sein. Vor Gericht und gegenüber Polizisten bleibt er derweil allerdings noch immer dabei, unschuldig. Hä, von was sprechen wir dann hier? Das ergibt keinen Sinn. Also wenn er es doch selber gesteht, vor allem gegenüber seiner Familie, dann ist das doch eine eindeutige Sache, oder? Vor allem nach den ganzen Sachen, die die Polizei vermutlich ohnehin noch auf der Kamera hat. Also das ist wirklich... Das ist ja wirklich richtig kranker Scheiß. ...schuldig zu sein. Sein Anwaltsteam legt dar, der Mord sei auf Basis der Beweislage mit großer Wahrscheinlichkeit von Odinisten verübt worden.
und zu einer solchen Gruppierung hätte Richard Allen keinerlei Verbindung. Die Verteidiger von Richard Allen gehen sogar noch weiter. In ihrem Schreiben heißt es: Nicht zufällig sind Mitglieder desselben heidnischen Kults als Vollzugsbeamte für das Indiana Department. Hey, Jiminy Boy, danke für den Raid. Ich hoffe, du hast einen schönen Stream gehabt. Ja, Kuss geht raus. Wir gucken uns hier gerade noch das letzte Video tatsächlich an. Und auf Corrections, Leute, aber ich danke dir. In der Westville Correctional Facility tätig. In den kalten Betonmauern der Hochsicherheitsabteilung dieser baufälligen Besserungsanstalt wird Richard Allen bedroht, eingeschüchtert und psychisch misshandelt. Die Anwälte greifen also nicht nur die Staatsanwaltschaft, sondern auch das Gefängnis an, in dem Richard Allen derzeit auf seinen Prozess wartet. Dieser Verteidigungsansatz ist nicht nur ungewöhnlich, sondern wirft viele Fragen auf. Daraus gehen aber auch neue Informationen zum Auffinden der Leichen vor, die zuvor nicht bekannt gewesen waren. Die Staatsanwaltschaft hatte Details zum Tatort und zur Todesursache bislang unter Verschluss gehalten. Man wusste nur, dass bei der Entführung der Mädchen vermutlich eine Schusswaffe im Spiel war. Bei der Tat selbst sei wahrscheinlich ein Messer benutzt worden. In dem Schreiben der Anwälte von Richard Allen wird der Tatort nun so beschrieben. Libby wurde am Fuß eines Baumes gefunden, mit 4 unterschiedlich großen Ästen, die absichtlich in einem ganz bestimmten Muster auf ihrem nackten Leichnam platziert waren. Sie lag flach auf dem Rücken, wobei ihr linker Arm über ihren Kopf gestreckt war und die Basis des großen Baumes berührte. Beide Hände seien mit Blut bedeckt und ihr ganzer Körper voller Blutflecke gewesen. Der Leichnam von Abigail hingegen sei vollständig bekleidet gewesen, merkwürdigerweise allerdings mit Libertys Klamotten. Auch ihre Arme seien nachträglich in einem bestimmten Muster positioniert worden. Doch leider wird es noch länger dauern als angenommen, bis sich das Ganze hoffentlich aufklären wird. Denn nun wurde ein weiterer Mann verhaftet. Noch einer. Er wird zwar nicht verdächtigt, den Mord an Abigail und Liberty begangen zu haben, dennoch hat er sich im Zusammenhang mit dem Fall strafbar gemacht. Dem 41 Jahre alten Mitchell Westerman wird vorgeworfen, Fotos der Leichen der beiden Mädchen gemacht zu haben. Danach soll er die Aufnahmen im Internet veröffentlicht haben. Das Bizarre daran ist, der komplett dämlich oder so? Ist, Mitchell Westerman ist ein enger Freund und ehemaliger Kollege eines Mannes namens Andrew Baldwin. Und der wiederum war ursprünglich Teil des Verteidigerteams von Richard Allen, also dem mutmaßlichen Mörder der Mädchen. Nein. Er gehört zu den Anwälten, die die Theorie des odinistischen Kults vorlegten. Auch nachdem Mitchell Westerman nicht mehr für den Verteidiger Andrew Baldwin arbeitete, besuchte er ihn oft in dessen Büro. Bei einem dieser Besuche soll Westerman Tatortfotos zu den Morden an Abigail und Liberty auf Baldwins Schreibtisch gesehen haben. Laut der Anklage habe Westerman die Fotos daraufhin mit seinem Handy abfotografiert. Westerman habe die Fotos dann einem Bekannten geschickt und dieser hat die Fotos wiederum an einen Dritten versendet. Dieser soll die Fotos dann an verschiedene True-Crime-YouTube- und Podcast-Formate weitergegeben haben. 2 Podcaster nennen die Fotos in einem Interview eine der schlimmsten Dinge, die sie je gesehen hätten. Leider lässt das vermuten, dass Westerman tatsächlich Fotos der Leichen der beiden Jugendlichen aufgenommen hat. Am 5. Oktober 2023 wurde die Polizei auf diesen Leak aufmerksam gemacht. Sie konnte die Person ausfindig machen, die die Fotos von Mitchell Westerman als erste erhalten hat. Dieser Mann, der von den Behörden nicht benannt wurde, beging nach den Befragungen Suizid. Der Leak hat noch weitere Folgen. Nicht nur ist das Verbreiten der Fotos für die Empfänger sowie die Familien der Mädchen ein traumatisierendes Ereignis gewesen, durch die unrechtmäßige Veröffentlichung der Fotos wird der Prozess gegen den Hauptverdächtigen Richard Allen um 10 Monate verschoben. Oh, vor allem, das ist ja auch für die Familie, die können nie abschließen damit. Weil es immer weiter und weiter geht und immer mehr nach hinten gezogen wird. Und immer wieder neues, krankes Zeug abgeht. Denn nach dem Leak zieht sich das Verteidigerteam von Andrew Baldwin auf richterliche Anordnung wegen grober Fahrlässigkeit zurück. Für einen fairen Prozess muss aber auch der wegen des Doppelmordes Angeklagte die Chance bekommen, ein Verteidigerteam aufbauen zu können, das sich tiefgehend mit dem Fall beschäftigt hat. Und bei einem Verbrechen, das so komplex ist wie der Mord an Abigail und Liberty, dauert das leider einige Monate. Ursprünglich hätte der Prozess gegen Richard Allen schon im Januar 2024 beginnen sollen. Aufgrund des Leaks ist die erste Verhandlung nun für den 15. Oktober 2024 terminiert. Es bleibt abzuwarten, ob die Verteidigung bei ihrer für den Januar angekündigten Strategie rund um den angeblichen heidnischen Kult bleiben wird. Obwohl zu hoffen war, dass der Fall im Jahr...
Aber der Typ hat doch sogar selber gesagt, dass er es gemacht hat. Vor der Polizei streitet er es ab, aber bei privaten Gesprächen mit der Familie gibt er das sogar zu. Das sagt doch trotzdem schon alles, zumindest über den Fall. Aber wer noch alles mit involviert ist, das würde mich halt auch interessieren. Und die sollten auch genauso Strafen bekommen dafür. Januar 2024 ein Ende finden wird. Ich denk trotzdem, das war der doch safe. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Bei dem Prozess bin ich sehr, sehr gespannt, weil das ja wirklich... Also stell dir mal vor, der war das jetzt wirklich nicht. Da war der jetzt die ganze Zeit in Haft. Für eine Sache, also einfach zu Unrecht. Es ist irgendwie krass. Irgendwie ist dieses ganze Thema hier ist übel krass. Wird es nun also weiter... Retalk, als ich zuerst hier draufgeklickt habe, mit Snapchat-Killer und so, hatte ich mir nicht gedacht, dass es noch so eine Wendung nehmen könnte, theoretisch. Jetzt. Es bleibt zu hoffen, dass die jüngsten Ereignisse den Prozess im Oktober 2024 nicht allzu sehr überschatten. Wenn es neue Entwicklungen gibt, halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Was ist das? Abonniert gerne den Kanal, um keine weiteren... Ja, das war's. Ich bekomme noch einen Raid. Deshto, Dankeschön für den Raid. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderhübschen Stream gehabt. Vielen, vielen lieben Dank. Wir sind jetzt gerade fertig mit dem Video. Ich mache noch kurz die Abmod. Sehr, sehr heftiges Video. Leute, der Link ist natürlich auch in der Beschreibung. Also wir haben uns jetzt die ganzen Updates noch angeguckt. Wie es schon Krypto geschrieben hat, im Oktober wird es dann einen neuen Prozess geben und ich hoffe, dass es dann feststeht, was dann in Phase ist. Ich versuche euch da auch auf dem Laufenden zu halten, je nachdem, ob dann was Neues rauskommt. Aber sehr kranke Angelegenheit. Ich hätte niemals gedacht, dass es sowas Krasses wird. Ich danke Insolito für die krassen Videos, ja, für die ganzen Update-Videos auch, die ganzen Links sind unten in der Beschreibung, checkt das gerne ab, wenn ihr True Crime feiert, auch solche Updates feiert, lasst gerne ein Abo da, ich würde mich sehr, sehr freuen auf dem Weg zu den 100.000 und ich würde sagen, als Algo-Kommi, schreibt einfach krass in die Kommentare, wenn euch sonst nichts einfällt, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wie heißt es so schön, Stechen ans Bäckchen, euer Alpha Kevin und ciao, ciao.